zu Abacus nach Nordenham zu kommen, gibt es eigentlich immer einen Grund. Man kann auch immer kommen. Heute aber haben wir einen besonderen Anlass dazu. Wir wollen die Oscara vorstellen. Ein neues Lautsprecherprodukt, was man nicht alltäglich in dieser Form so sieht, vielleicht auch bisher so noch nicht gesehen hat. Die Idee, die diesem Produkt zugrunde liegt, rührt daher, dass ich in einem früheren Leben mal sehr, sehr viel mit Emotion Transformern zu tun hatte, mit einer Firma ESS, ein amerikanischer Lautsprecherhersteller, der durch die Ideen von einem Physiker namens Oscar Heil über Schallwandler verfügte, mit denen man ganz gut klingende Lautsprecher bauen konnte. Ich habe viele Jahre auch zu Hause mit einem Lautsprecher Musik gehört, der etwa das beinhaltet hat, was hier drin war. War eine etwas andere Ausführung, aber im Prinzip der gleiche Lautsprecher, nur dass die Passivmembran, die hier auf der Rückseite ist, war da vorne. Und die hat mir sehr viele Jahre viel Spaß gemacht. Wir haben bei der letzten Abercon haben wir diese Lautsprecher eingesetzt, um damit den neuen Ampullo vorzuführen, unseren großen Referenzverstärker. Und da hat er schon sehr viel Beachtung gefunden. Wir haben dann aber schon durchklingen lassen, dass das verbunden war mit einer Idee. Die Technik aus dem Ampullo weitgehend sollte für einen Aktivlautsprecher herhalten, der irgendwo Ähnlichkeiten mit dem hat. Wir hören uns zu Beginn der Veranstaltung gleich mal diese Lautsprecher an, dann mit einem Ampullo, der da unten schon blau leuchtet, und wollen diese Basis nochmal in Erinnerung rufen. Und dann anschließend irgendwann erfolgt die Enthüllung der Oscaras, die hier noch etwas verborgen sind. Dann, wenn wir die gehört haben, werden wir die Oscara vorführen. Hanno wird dazu einen Vortrag machen. Der hat früher sagt man Dia-Show dazu. Heute sagt man, wie nennt man das? PowerPoint. Hat einen PowerPoint-Vortrag vorbereitet und wird dann auch etwas über Technik und Ausführung verraten. Wir hören uns jetzt mal 3 Takte Musik an über die alten ESS-Lautsprecher. Die sind über 45 Jahre alt, die hier stehen. Und die sind naturbelassen. Nur die Sicken sind, weil die zerlegt waren, haben wir die erneuert, sowohl von der Passivmembran als auch von der. Aber ansonsten Frequenzweiche, Innenverdrahtung und so weiter, ist alles noch der Urzustand, wie es die Amerikaner vor 50 Jahren mal gemacht haben. So offen zeigen, wie wir unsere Elektronik immer tun, sollte man die nicht, weil die sind furchtbar hässlich. Die Elektronik, oder was? Ja, die Frequenzweichen da drin. Also, dass da überhaupt Musik durchkommt, nee, das, kommt man denen gar nicht zu. Nee, die haben eine andere Herangehensweise. Boah, gut, dass sie versteckt sind. Hast du was zum Bedienen dabei? Nee, ich hab's nur unten. Dein Handy? Ach, du. Ja, gut. Ja. Das ist alles spielbereit. Also wie gesagt, noch sind Plätze frei. Hier ist noch einer. Ja, kann ich nehmen. Ja, ich nehme dir was. Ja. Thank you.
eine Sache wollte ich nochmal eben spielen. Ja, dann spiel. Nämlich, weil man traut diesen Lautsprechern vielleicht nicht unbedingt zu, dass sie sehr druckstarken, präzisen Bass können. Was sie vielleicht auch nicht können ohne diesen Verstärker da dran. Aber das war zumindest hier immer sehr beeindruckend. Dazu spiele ich mal eben was. Also als Programmquelle spielen wir einen Arroyo Streamer, der eingebaut ist in den Prien 14, unseren großen Vorführer. Das sind einige Vorteile. Man hat zum Beispiel keine Übergangsfrequenzen, keine Frequenzweiche in dem ganzen Bereich 1000 Hertz aufwärts. Und es kommt auch alles aus einer Quelle, aus einem Punkt sozusagen. Das verschafft die Möglichkeit, der Wahrheit vielleicht etwas näher zu kommen. Und das haben wir dann konsequent mit modernen Mitteln in der neuen Oscara realisiert, die wir dann gleich im Anschluss an Hannos Vortrag enthüllen wollen. Wo ist er? Ich wollte nur den Vortrag entwickeln. Da verstehe ich das nicht durch. Ich mache mal eben das Licht ein bisschen aus hier. So, also, die Oscara. Der Name ist irgendwo so ein bisschen von Oscar Heil inspiriert. Warum jetzt Oscara? Das ist eigentlich ganz einfach. Die Idee war ursprünglich, wir nennen die Box einfach Oscar, aber dann fangen die Leute wieder an, so komische Wortschöpfungen zu machen wie die Oscar. Hast du die Oscar schon gehört? Und dann haben wir uns überlegt, das ist Quatsch, da wollen wir von vornherein ein Wort kreieren, was man besser weiblich aussprechen kann oder weiblich benutzen kann. Deswegen ist es Oscara geworden. Aber der Zusammenhang eben ganz klar zu Oscar Heil, eben dem Erfinder dieses besonderen Hochschulers, da kommen wir gleich noch zu. So, ja, der Floh im Ohr, der uns zum Anlass gegeben hat, das hier überhaupt alles so zu verwirklichen, war eben die Vorführung dieser Lautsprecher, die wir jetzt eben gehört haben, bei der Abacon. Das war jetzt natürlich nur so ein kleiner Einstieg mal, auch sicherlich nicht, hat jetzt nicht jeder eine tolle Hörposition, aber das war eben sehr beeindruckend und sogar ein alljährlicher Abacon-Gänger hat sich im Anschluss daran sofort so ein paar gebrauchte von diesen Boxen aufgerissen und unseren Ampollo dazu gekauft und hört jetzt damit Musik. Also haben wir es geschafft, mit dieser Messe einen 45 Jahre alten Lautsprecher zu verkaufen. War vielleicht nicht so geplant, aber war jetzt auch nicht weiter tragisch. Genau, ein bisschen was Geschichtliches dazu. Der Air Motion Transformer war ein Patent von 1969. Als das ausgelaufen war, haben sich viele darauf gestürzt und haben solche Hochtöner dann eben auch gebaut. Unter dem Namen Mundorf, Adam, Elak und viele andere auch eingesetzt worden ist der Hochtöner damals eben von der Firma ESS. Das Besondere an diesem Hochtöner ist, dass eben nicht eine Kalotte sich vor und zurück bewegt mit allen mechanischen Unzulänglichkeiten, die dabei so passieren, sondern es wird eine Folie, die gefaltet ist, wird wie eine Ziehharmonika auf und zugeschoben sozusagen und dadurch kommt hier aus diesen Kammern die Luft raus, beziehungsweise auf der entgegengesetzten Seite geht sie rein. Der schaufelt also auch die Luft von vorne nach hinten wie ein normaler Lautsprecher, nur eben durch diese Kammern ergibt sich eine sogenannte Spaltbeschleunigung und es kann eine viel höhere Luftgeschwindigkeit erzeugt werden, als die Geschwindigkeit des bewegenden Materials sein muss. Und dadurch kann dieser Hochtöner ja verzerrungsfrei viele Informationen übermitteln, ohne dabei anstrengend zu werden. Abgesehen davon ist es auch so, dass so ein Air Motion Transformer ist immer ein bisschen langgezogen in der Vertikalen. Dadurch hat man auch immer eine mehr oder weniger stark ausgeprägte Bündelung in der Vertikalen, was so ein bisschen Reflexionen vom Boden und von der Decke ausblendet. Das ist in vielen akustischen Situationen auch ganz hilfreich. Hier ist noch ein Platz frei auch übrigens, wenn Sie mögen. So, witzigerweise, das hat mein Vater ja schon gesagt, dass er irgendwo auch einen Draht zu diesen Lautsprechern hatte. Er hat die ja auch früher erfolgreich verkauft. Hier sieht man ihn also in etwas früheren Zeiten mit dem Erfinder dieses Hochtöners himself. Mit dem man vergleichen will. Hier. Ja, den Oscar Heil können wir leider nicht mehr zum Vergleichen daneben stellen. Aber sicherlich war das schon irgendwo eine besondere Begegnung.
Witzigerweise war Oskar Hall auch einer von zweien, die ein Patent auf einen MOSFET, also auf einen Feldeffekttransistor, wie wir ihn in unseren Dolifet-Verstärkern einsetzen, angemeldet hatte. Allerdings viele Jahre bevor der erste gebaut wurde. Also ob das Patent nun tatsächlich was mit den aktuellen Transistoren zu tun hat, weiß man nicht. Aber irgendwo vereinen wir, wenn man so will, eben zwei Ideen von dem guten Mann in diesem Konzept. So, es gab damals eben verschiedene Modelle von diesem Lautsprecher. Also das war diese AMT1, ABC und so weiter. Die unterschieden sich im Wesentlichen eigentlich dadurch, dass man die Trennfrequenz zum Hochtöner immer höher gesetzt hat, weil viele irgendwo Probleme hatten, dass die kaputt gegangen sind. Häufig vielleicht auch verursacht durch die Verstärker, die damit nicht so richtig zurechtkamen, wie sie es gesollt hätten. Und dann gibt es Clipping und so weiter und dann geht das immer leider zulasten des Hochtöners. Das war damals also so ein bisschen der Grund, warum die gesagt haben, wir setzen die Trennfrequenz ein bisschen höher. Allerdings auch natürlich unter Aufgabe der Vorteile, eben diese tiefe Trennfrequenz zu haben. Aber es gab dann eben noch diese Monitorversion, die mein Vater selber zu Hause hatte früher, die auch teilweise so aussah. Und jetzt erkennt man hier auch schon eine gewisse Ähnlichkeit. Und das hier unten ist eben bei dieser Box auch eine passive Membran, was auch sicher dazu geführt hat, dass wir jetzt in Hamburg auf der Messe bei der Vorpremiere dieses Lautsprechers von jedem Zweiten gefragt wurden, ob das eine passive Membran sei. Und wir dann immer entgegnen mussten, nein, die ist alles andere als passiv. Die wird sogar sehr aktiv angetrieben. Aber dass gewisse Ähnlichkeiten hier optisch vorhanden sind, lässt sich natürlich nicht leugnen. Und deswegen ist auch klar, dass viele das vermutet haben. Gerade natürlich auch, wer jetzt mit Aktivkonzepten noch nicht sich so viel befasst hat. So, wir hatten eben die Idee, nach dieser Abacon, irgendwas muss man damit machen mit diesem Konzept. Also ein Air-Motion Transformer, der als Dipol arbeitet, also vorne und hinten abstrahlt, bis 1000 Hertz runterspielt, großer Tieftöner darunter. Das war irgendwo so ein bisschen, hat uns zu denken gegeben und dann haben wir gesagt, Mensch, wenn das vor 45 Jahren schon so gut geklappt hat, dann sollte man das vielleicht wieder aufgreifen und gucken, was man damit mit modernen Mitteln machen kann. Ja, die Idee war dann im Prinzip, etwas zu bauen, was der Kiste irgendwo erstmal relativ ähnlich sieht, dann aber eben statt der Passivmembran einen Flachwoofer einzusetzen, der ursprünglich ja, vielleicht sogar als Passivmembran laufen sollte, aber eben immer noch mit der Möglichkeit, auch trotzdem einen Antrieb zu haben, wenn man ihn denn bräuchte. Also das Wesentliche an diesem Lautsprecher ist eben dieser Hochtöner, den wir zum Glück gefunden haben, mit den Kriterien, die wir da eben erfüllt haben wollten. Also der Haupteinsatz, oder der Hauptwunsch für den Einsatz war eben, dass man ihn ab 1000 Hertz mindestens spielen kann. Der, den wir dann eben zum Glück gefunden haben, der, das sieht man hier am Frequenzgang, der lässt sich hier also sehr gut schon unter 1000 Hertz ankoppeln, beziehungsweise bei 1000 Hertz dann eben mit Sicherheit. Und dann sollte er eben auch als Dipol einsetzbar sein, also hinten offen. Das ist bei diesem Modell auf jeden Fall gegeben. Der strahlt nach hinten im Prinzip ja, genauso ab wie nach vorne. Nur die Geometrie ist natürlich dafür nicht optimiert. Deswegen ist das die Vorderseite. Und er sollte ausreichend leistungsstark sein, was bei modernen Air-Motion-Transformern sowieso gegeben ist. Diese alten Dinger, das ist ja hier alles richtig Metall. Das musste so sein, weil man sonst keine ausreichende magnetische Feldstärke auf die Folie bekommen hat. Weil im Prinzip ist es ja auch immer noch ein Elektromagnet in einem fixen Magnetfeld. Und dank moderner Neodym-Magnete braucht man das halt eben nicht mehr. Da kann man heutzutage eben einfach zwei so Stäbe reinmachen und dann über hier so Metallplatten kann man das Magnetfeld dahin leiten, wo man es braucht. Der Frequenzgang an sich sollte natürlich auch akzeptabel sein. Das sieht man hier auch, das ist ganz gut. Das geht hier bis etwas über 10.000 Hertz. Je größer ein Lautsprecher ist, umso eher wird er dann hier oben irgendwann die Biege machen. Das ist aber auch ein Bereich, da sind wir hier jenseits von 15 kHz. Das also auch, man nervt die Fledermäuse vielleicht dann nicht so sehr, wenn man Musik hört. Und dieser Buckel hier, das ist eine Sache, was man sehr gut in den Griff kriegen kann durch die Signalverarbeitung. So, da war natürlich die Überlegung, er sollte auch aktuell und unkompliziert zu bekommen sein. Man kann diesen Hochtöner immer noch kaufen für viel Geld und das sind dann meistens auch irgendwo ja, immer noch olle Kamellen, weil das sind ja alte Teile, alte Werkzeuge und
rein auch vom Abstrahlverhalten her, was hier diese Geometrie angeht und so, ist das jetzt auch nicht mehr unbedingt der Weisheit letzter Schluss. Wir waren also froh, dass wir einen Hochtöner gefunden haben, der die Eigenschaften von diesem eben ja, erfüllt, aber eben auch aktuell zu bekommen ist. Damit war der Hochtöner also schon mal gesetzt. Dann war der Tiefmitteltöner, da haben wir uns überlegt, es wäre vielleicht ganz witzig, wenn man da ein System aus dem professionellen Bereich nehmen würde, also ein PA-Tieftöner, Neudeutsch. Da haben wir bei unserer Virage-Sendung-Erfahrung gemacht, dass wir mit unserer Technik und elektronischen Entzerrung eben so einen PA-Tieftöner, der eigentlich für ganz andere Leistungen gemacht ist, in diesem Fall, ich glaube, der kann bis zu 1400 Watt Spitzenleistung ab, die er in diesem System nie kriegt, aber das ist halt eben so die Tugend von diesen professionellen Systemen. Sowas, ja, dass man sowas sehr gut einsetzen kann dafür, gibt es in 12 Zoll en masse. Wir haben uns für ein System entschieden, was wie viele andere auch aus Italien kommt. Und das ist im Prinzip, könnte man da sicherlich auch einen anderen einsetzen, aber der passte optisch irgendwo auch ganz gut ins Konzept. Der sollte eben natürlich bis bis 1000 Hertz hoch laufen können ohne Probleme. Das können diese Systeme trotz ihrer großen Durchmesser eigentlich alle sehr gut. Und sollte halt eben auch möglichst viel Dynamik haben. Das hier sind so ein paar technische Daten. Also hier steht das auch 1400 Watt maximale Leistung. Dauerleistung im Prinzip 700 Watt. Und eben Frequency Range hier 45 bis 3150 Hertz. Ist also ein guter Kandidat. So, der Subwoofer war eben, da haben wir eben diesen Flachwoofer genommen, weil wir ursprünglich gedacht haben, okay, das ist im Prinzip die Idee, so eine Passivmembran einzusetzen, die man aber trotzdem noch beschalten kann. Eventuell auch ohne eigenen Antrieb, einfach nur an der Schwingspule was befiltern, um die mechanischen Eigenschaften sozusagen über den Antrieb zu optimieren. Oder eben eventuell auch doch mit Antrieb. Und dann haben wir so was gebaut, was dann dem hier so ein bisschen ähnlich sieht, aber noch hässlicher ist und vielleicht auch ein bisschen klobig. Aber hier eben der Woofer vorne, dann der Hochtöner einfach oben drauf gestellt und dann eben hinten diesen Flachwoofer erstmal als Passivmembran, haben das dann entsprechend verkabelt und aufgebaut und hatten irgendwo so die fixe Idee, das vielleicht tatsächlich mit einer passiven Frequenzweiche zu realisieren, anders als unsere bisherigen Konzepte, die ja nun mal eben alle aktiv aufgebaut sind, also mit eingebauten Verstärkern und auch immer mehrere Kanäle, je nach, also ja, für die verschiedenen Wege. So sah das dann hier aus, also normalerweise stehen hier hinten auch sowieso mehrere Lautsprecher und dann stand das eben davor und hier so Spulen und Kondensatoren, alles so Bauteile, von denen man bei Abacus eigentlich überhaupt nichts versteht. Was da dann rauskam, war ganz okay, konnte aber überhaupt kein Tiefbass. Also nicht mal zwei Oktaven höher als diese hier. Und dann haben wir gedacht, okay, vielleicht ist die Auswahl dieser Chassis doch nicht die richtige gewesen. Vielleicht braucht man da irgendwas, was von sich aus schon ein bisschen tiefer geht, ein bisschen schwerer ist. Jetzt lag es aber irgendwo nahe, wenn das sowieso schon mal hier so steht, dann einfach mal eine Aktivelektronik von uns anzuschließen und so ein bisschen was daran einzustellen, die Wege so ein bisschen aufzuteilen auf die verschiedenen Chassis, dann natürlich den Woofer mit der Flachmembran auch anzutreiben. Ja, und was dann da auf einmal rauskam, das war irgendwo, hat uns das zu denken gegeben, weil es einfach unglaublich viel Spaß gemacht hat. Und schon mit wenigen, also mit wenig Aufwand und wenig Abstimmerei schon irgendwo sehr nah an das hier rankam, beziehungsweise schon ja, irgendwo erkennen ließ, dass da sogar noch eine ganze Menge mehr geht. Jetzt war es aber natürlich so, der Woofer war hinten drin, hatte kein eigenes Volumen, das heißt der vordere und der hintere haben sogar noch irgendwie gegeneinander gearbeitet und in dasselbe Volumen und das hat aber trotzdem schon so gut funktioniert, dass wir gesagt haben, wir bauen das Ganze nochmal auf und machen dann doch mal irgendwie zwei getrennte Kammern und machen den Woofer, den Flachwoofer auch nach vorne und dann sah das so aus. Und das ist dem, was da am Ende bei rausgekommen ist, ja schon irgendwo relativ ähnlich. Diese Kiste steht auch immer noch im Messraum, der ist da hinter der Wand, kommt im Moment nur keiner hin, weil wir da eben auch die ersten messtechnischen Versuche gemacht haben. Wir haben dann, ich gehe nochmal eins zurück,
Also der Hochtöner ist jetzt hier wirklich einfach nur so oben drauf gestellt. Das funktioniert super gut. Die Idee war aber natürlich auch irgendwo, kann man das noch verbessern? Kann man das optisch irgendwie anders gestalten, wie auch immer? Und wir haben dann das Ganze mal gemessen. Erstmal eben als Ausgangsbasis den Hochtöner einfach nur an sich. Das ist hier drunter so ein Gestell, was man drehen kann, wo man also das Abstrahlverhalten unter Winkeln untersuchen kann. Und das war jetzt so der erste Versuch. Das sah dann so aus. Das ist im Prinzip hier der Frequenzgang, den man schon im Datenblatt gesehen hatte. Hier also so ein kleiner Buckel. Hier geht er dann so langsam raus. Was aber eben auffällt, ist, dass der hier im gesamten Bereich sich kaum verändert unter Winkeln. Das ist also hier 15 Grad, 30 Grad, 45 Grad und 60 Grad. Also schon richtig, richtig weg von der eigentlichen Abstrahlrichtung. Und man sieht, dieser ganze Bereich hier, da ändert sich eigentlich fast nichts. Hier geht das dann bei 60 Hertz geht das dann hier schon mal irgendwie so ein paar dB nach unten. Das ist aber alles human, wenn man teilweise das Abstrahlverhalten von anderen Systemen sieht, das ist nichts dagegen, was hier an Veränderungen passiert. Und hier ist ja unsere magische 1000 Hertz Marke, bei der wir die Trennfrequenz setzen wollten. Und da sieht man also hier bis 30 Grad zum Beispiel ändert sich hier fast gar nichts. Das ist so also messtechnisch schon ziemlich optimal. Dann haben wir eben überlegt, was kann man machen, um das eben zu verbessern oder messtechnisch oder auch einfach optisch ein bisschen zu verschönern, haben dann hier eine Holzplatte davor gesetzt mit so einer Phase, was irgendwo so ein bisschen dem hier, ja, zumindest irgendwo ähnlich sah, haben das überprüft und haben dann gesehen, okay, das macht alles viel schlechter. Es war auch sofort beim Hören klar, da ist die ganze Räumlichkeit, das ist alles weg und es geht bei weitem nicht so gut, wie als es einfach nur nackt oben drauf stand. Hier sieht man zum Beispiel, hier sind also schon richtig massive Einbrüche, auch schon etwas über 1000 Hertz und hier oben wird das auch alles ein bisschen zappelig. War also ein Schritt in die falsche Richtung. Man hätte das sicherlich irgendwo alles noch optimieren können in der Form, aber irgendwo war dieser Grundcharakter von diesem einfach nur lose oben draufstehenden Hochtöner, das war schon was Besonderes. Und dann haben wir uns überlegt, wie kann man den Hochtöner jetzt einfach so oben draufstellen, ohne dass er einfach nur oben draufsteht. Und dann bin ich zu Obi gefahren und habe mir so ein paar von diesen Rundleisten besorgt, habe die mit Heißkleber zusammengeklebt und dann ist dieses Gerüst entstanden. Und dann haben wir das überprüft messtechnisch und haben festgestellt, aha, das sieht dem ohne irgendwas schon wieder irgendwo recht ähnlich. Vor allen Dingen dieser ganze Bereich hier ist im Prinzip wieder so ruhig, wie er vorher war. Und dann war eben die Idee, Mensch, wenn man hier jetzt vielleicht einfach noch Stoff drumherum zieht, dann ist das optisch zumindest schon mal irgendwo eine Art Schadensbegrenzung. So, dann haben wir das Ganze mal so probeweise aufgebaut, das eben oben drauf gestellt und dann war hier auch irgendwo diese Kantenführung gegeben. Also bei allem Kanten und Rundungen und so weiter, das Design von diesem Lautsprecher ist eigentlich keins. Das ist mehr oder weniger so ein bisschen Schadensbegrenzung, weil das ergibt sich halt einfach, wenn man eine Box baut, wo zwei 12 Zoll Tieftöner auf der Vorderseite sind, dann der Hochtöner einfach locker oben oder als Dipol oben drauf gestellt ist, ergibt sich zwangsläufig ein etwas komisches Design. Dass das dann mit einer vernünftigen Farbe und schön lackiert und alles noch ein bisschen abgerundet ganz vernünftig aussieht, das sehen wir dann gleich oder da kann sich jeder selbst von überzeugen oder auch nicht. Zumindest war dann die Idee schon mal diesen Hochtöneraufsatz irgendwo ein bisschen schöner zu machen. Das sollte dann so aussehen, das ist im Prinzip richtig ein Holzrahmen, der gefräst und geschliffen wird, dann wird der schwarz gespritzt und damit Stoff überzogen. Oben und unten kommt Aludeckel drauf, von hinten sieht das dann so aus. Hier unten im Boden sind dann gleich die entsprechenden Stifte, um das Ganze elektrisch zu verbinden. Und in der Oberseite des Gehäuses sind die entsprechenden Gegenstücke dazu. Also gleich mechanisch vernünftig gelöst, steht hier noch auf Gummifüßen, damit es dann auch nicht kratzen kann. Und ist dann beim Draufstecken sofort, sofort verkabelt. Hier sind Gewindestangen drin, die das Ganze zusammenhalten. Und der Witz ist, wenn man das Ding verkehrt rum draufsteckt, dann hat man ja sozusagen die Abstrahlung von hinten, aber er ist dann auch gleichzeitig verpolt. Das heißt, man kann sogar Musik, also vernünftig Musik damit hören, wenn man den Hochtöner falsch rum draufsteckt. Aber das ist natürlich nicht geplant. So, jetzt sollten die Gehäuse natürlich auch noch ein bisschen verschönert werden. Dazu haben wir uns dann nochmal an die Schreinerei unseres Vertrauens gewendet, der auch jetzt gerade eingetroffen ist, nachdem man eine Stunde im Stau stand, wie ich gelesen habe. Der hat das dann also mal alles irgendwie ein bisschen verschönert und uns hergeschickt. Und als es dann angekommen war,
bin ich da erstmal reingekrochen, um zu gucken, ob das auch alles schön aussieht. Nee, da musste ich, habe ich hier die Leuchtdioden reingeklebt, aber da war natürlich dann auch klar, dass wir das so schnell wie möglich spielfertig zusammenbauen wollen. So, und das Schöne war dann, dadurch, dass wir jetzt eben ein Pärchen in schön hatten und immer noch die Probekiste in hässlich, haben wir die Probekiste in Messraum verbannt, haben dann alle drei Exemplare zusammengeschaltet. Die laufen im Prinzip nämlich mit einer, ja, mit einer Elektronik, wie sie in unseren Trifon-Modellen und auch in dem Horn ja, schon seit Jahren zum Einsatz kommt, aber mit einer Frequenzweiche auf Basis eines digitalen Signalprozessors. Und hier liegen so Programmierschnittstellen und Kabel und so. Damit kann ich diese Lautsprecher alle drei gleichzeitig programmieren und kann dann eben das, was man vorne hört, gleich im Messraum überprüfen, gleichzeitig oder also direkt hintereinander, ohne dass ich den Lautsprecher hin und her schleppen muss. Und das ist natürlich ein sehr komfortables Arbeiten und man kann sich dann DSP-basiert eben dieser Abstimmung, die man da für richtig hält oder die am besten klingt und messtechnisch auch am besten funktioniert, von beiden Seiten sehr gut annähern. Der Signalfluss, der dann in diesem digitalen Signalprozessor dabei rausgekommen ist bei der Abstimmung, sieht so aus. Das ist jetzt kryptisch, aber im Grunde genommen eigentlich auch relativ einfach. Das sind hier drei Wege, also das Signal kommt rein, wird auf drei Wege aufgeteilt. Hier wird es bei eigentlich 1100 Hertz getrennt, aber durch das Verhalten des Hochtöners an sich liegt die Trennfrequenz dadurch bei 1000 Hertz. Dann wird oben dieser eine Buckel weggefiltert, dann wird der Pegel angepasst und das ist dann schon alles, was mit dem Hochtöner passiert. Der Tiefmitteltöner, der bekommt dann hier den Filter nach oben hin, das heißt, der soll ja nur bis 1000 Hertz laufen. Das ist hier ein Filter zweiter Ordnung, also 12 dB pro Oktave, das ist also auch relativ wenig Befilterung noch, das ist, findet viele Freunde.